Hey, der klaut dir die Handtasche. Komm, den krieg mal. Steffi Pietsch, 32 Jahre Polizeiobermeisterin. Als stellvertretende Kreisvorsitzende der DPulG Königsbrunn hier im August 2019 bei Dreharbeiten für einen Imagefilm der DPulG Bayern. 7 Monate später war sie bei einem Sportlehrgang in Eichstätt und sah kurz danach so aus. Am Freitag der ersten Woche des Lehrgangs hatte es sie erwischt, allerdings dachte sie nur an eine schwere Erkältung. Nachts gegen 00:30 aufgewacht und dann ging es richtig los, Fieber bis 39,9, schweißnass aufgewacht, Schüttelfrost gehabt, ganz, ganz starke Kopfschmerzen, vor allem im hinteren Bereich, im Nackenbereich. Die Schultern haben extrem wehgetan beim Aufwachen. Ich konnte mich kaum bewegen, gegen die Kopfschmerzen haben selbst starke Schmerzmittel nichts geholfen, die man dann irgendwann genommen hat, weil ich wollte einfach wieder schlafen, ich war fertig. Meine Tochter hat Gott sei Dank weitergeschlafen, das war das einzige Positive. Und ich habe zum nächsten Tag gehofft, dass das einfach eine eintägige Grippe, Erkältung ist und am nächsten Tag alles wieder gut ist. Im Gegenteil, es wurde fast noch schlimmer. Deshalb versuchte Steffi, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu erreichen, was nach fast 4 Stunden auch gelang. Die haben gemeint, in die Praxis darf ich auf alle Fälle nicht kommen mit diesen Anzeichen, weil es Corona sein könnte. Dadurch, dass ich aber mit keiner positiv getesteten Person Kontakt hatte und auch in keinem Krisengebiet war, werde ich vorerst nicht auf Corona getestet. Die Daten werden an die behandelnde Ärztin weitergegeben. Und wenn sie Bedarf sieht, wird sie mich dementsprechend kontaktieren. Sollte sich allerdings doch jemand bei uns im Lehrgang als positiv getestet erweisen, soll ich mich nochmal melden. Mit dieser Aussage war Steffi der Meinung, es wäre vertretbar, ihre 3-jährige Tochter vorübergehend bei Oma und Opa unterzubringen. Denn ihr eigener Gesundheitszustand änderte sich in den Folgetagen kein bisschen. Und auch in der WhatsApp-Gruppe des Lehrgangs wurden ähnliche Symptome ausgetauscht. Wenn es mir gut ging, hatte ich 39,5 oder 39,3 Fieber, ansonsten 39,7, 39,9, kaum aushaltbar. Die Schmerzen wurden immer schlimmer, wir hatten alle Halsschmerzen ganz, ganz extrem. Die Kopfschmerzen im hinteren Bereich, ich konnte mein Gesicht kaum oder meinen Kopf kaum nach unten neigen. Eine Drehung kaum möglich, mittlerweile waren alle Lymphknoten im Körper angeschwollen, also hier war alles dick, die hat man gesehen, ohne auch nur Ansatz, irgendwelche medizinische Ausbildung haben zu müssen. Was ich noch nie hatte, war das einfach da hinten, also der hintere Bereich, der war sehr extrem. Da sich die Ärztin vom Bereitschaftsdienst nach Tagen immer noch nicht gemeldet hatte, ergriff Steffi die Initiative. Sie wollte endlich auf Corona getestet werden. Ich habe bei uns eine Bereitschaftspolizei angerufen beim Arzt dort und habe gefragt, ob der mich testet. Mein Hausarzt wollte mich nicht testen und deswegen bin ich dann dahin gefahren. Die haben mich dann getestet und auch er hat gesagt, naja, nachdem ich keinen Husten habe, nachdem ich viele Anzeichen nicht habe und so wie ich aussehe, scheint das alles irgendwie nur eine normale Grippe zu sein, die auch sehr, sehr heftig sein kann und deswegen soll ich mir keine Gedanken machen. Nachdem der erste Lehrgangsteilnehmer sein positives Testergebnis erhalten hatte, sollte auch Steffi wenige Tage später die gleiche Nachricht bekommen, positiv auf Covid-19 getestet. Hab dann versucht, meine Gedanken zu sammeln, hab alle möglichen angerufen vom Seminar, Freunde, Verwandte, mit denen ich mich getroffen hatte in diesen 2 Tagen oder an dem Freitag, an dem es mir noch gut ging, einigermaßen zumindest. Habe die informiert über meinen Test, hatte wirkliche Angst um meine Eltern, die beide eigentlich zu einer Risikogruppe gehören. Und hatte auch Angst um meine Tochter, weil man einfach bei Kindern noch nicht wusste, wie es reagiert. Was passiert, sind Spätfolgen, wie sieht das Ganze aus? Das war kein schönes Gefühl. Auch ihren Eltern ging es nach einigen Tagen sehr schlecht. Auch sie wurden, ebenso wie die kleine Tochter, positiv auf Covid-19 getestet. Glücklicherweise verliefen auch die Erkrankungen ihrer Eltern nur wie eine schwere Grippe. Inzwischen sind alle zwar gesund, aber fit wie damals bei den Dreharbeiten ist Steffi rund 40 Tage nach Covid-19 laut eigener Aussage noch lange nicht. Deshalb mein Tipp an euch, haltet wirklich den Mindestabstand ein, achtet auf die Hygieneregeln. Passt einfach auf euch und eure Nebenmänner und Nebenfrauen auf eure Familie, auf eure Kinder,
auf Freunde und Verwandte. Ich selbst hoffe, dass ich je wieder so fit bin, wie ich es tatsächlich mal war. Vorher, zumindest annähernd. Wird wohl noch sehr lang dauern. Und ja, haltet euch an die Regeln, die man euch vorgibt. Wenn ihr euch krank fühlt, bleibt erstmal zu Hause, schaut, wie sich das Ganze entwickelt, um nicht jemanden zu gefährden, den es vielleicht doch schlimmer erwischen kann. In dem Sinne hoffe ich einfach, dass wir uns in ein paar Monaten alle wieder treffen können, dass wir gemeinsam feiern können, grillen können und einfach wir unsere Freunde und Familie wieder in den Arm nehmen können. Dann passen wir nicht auf uns auf. Passen wir nicht, ob wir jemanden gefährdet haben, in welcher Weise auch immer.